Ich kann nicht meine Fähigkeit suchen jetzt. Ich versuche da, ich versuche zu erreichen. Ich bin auf dem direkten Weg mit den Punkten. Haben wir noch 71%? Geht anscheinend. Still recharging. Ja, da wo die scheiß Punkte sind, da will ich hin. Bin auf dem Weg. You're trying my patience. You're trying my patience, Jero. Was ist mit dir? Ich dachte, ich muss nach oben, weil das Zeichen nach oben war. Ich hab gar nicht auf die Dinger geschaut. Boah, ist das weit. Als wir hier ankommen und sofort sterben, da sehe ich mich. Da ist gecharged, denke ich. I am renewed. Oh, da ist ja was Grünes am Boot. Boah, es sind zu viele Fähigkeiten hier. Ich wünschte, man könnte die Fähigkeiten der anderen Spieler einfach ausschalten. Das wäre so die Erleichterung für das Spiel, zumindest für mich. So viel Geblinke hier. Toll, mein Hammer war aufgeladen, dann war sie weg. Ich brauche Energie. Hier. Auf jeden Fall für Bosskämpfe eine andere Skillung. Die ich habe, ist eigentlich ist echt nicht geil. Jawohl, ersten Boss. Siehst du? Dankeschön. Also selbst habe ich den einfach gefunden und besiegt. Habe ich einen dritten Stein bekommen. Geil, Mann. Erfolge. Archiv. Den da. Kein Problem. Easy. So. Jetzt hast du gesagt, ich habe einen dritten Stein bekommen. Aua, mich juckt irgendwas am linken Fuß. Hm? Geh aus dem Menü raus. Ach, auf das muss ich klicken? Ach, das ist ja wieder so ganz, ne, ganz komisch da. Hab ich. Abenteurer. Schon wieder irgendwas mit Clan hier. Bewerbung, schon wieder. Was denn jetzt? Jo. Dach. Dann nur noch einsetzen. Na warte. Ich finde das. Hier. Das haben sie mir gesagt. Da. Hier. Und. Hier irgendwo? Was ist das? Halle des Aufstiegs? Ist das der Halle des Aufstiegs? Die Menü-Rucksack ist einsetzen. Menü. Verstehe ich nicht. Menü-Rucksack ist einsetzen. Ich muss doch das Heiligtum besuchen, oder? Wie soll ich denn das aufsetzen? Aber so geht's halt einfacher. Okay, so ist einfacher. Gut. So bleibt ihr eigentlich bei der Wache stehen.
Gut, dankeschön. Dann machen wir das so. So. Finde ich immer, also ich finde es perfekt, das Spiel. Also das mit dem Auto navigieren ist gigantisch. Imagine, ich müsste selber laufen. Ich würd 90% mit hin und her laufen und planlos rumlaufen, Spiel zu tun haben. So ist geil. So, jetzt setzen wir die mal ein. Und zwar, was haben wir denn da Schönes bekommen? Was macht ihr überhaupt? Schauen wir gleich. Rein da. Zwar, die eine Statue wird zur anderen. Hm? So, also. Potenzial. Na klar. Ja, dann werden wir den mal auf hier. Why not? Direkt rein da. Okay, schön. Dann brauchen wir nur noch einen, für den wir das Grüne brauchen. Rang 2. Rang 2, hier ist auch noch. Wir brauchen jetzt für beide das Blaue hier anscheinend. Haben wir hier auch nochmal. So. Dann haben wir das. Okay. Es war nur noch eins für Grün. Grün haben wir eigentlich übrig. Oder noch eins für das da. Was ist denn eigentlich? Wie heißt denn die eigentlich hier? Beryl, Saphir. Ach so, Granat. Ach so, okay. Na gut, dann machen wir das so. Dann brauchst du nur noch vom Golem auch den Stein. Ach, das ist der Golem, das Grüne, oder wie? Na gut, ich wollte mal erstmal diesen. Ich muss eh in die Stadt, von daher gehe ich gleich dahin. Ja, dann muss ich halt hier rausgehen, Entschuldigung. Der kann doch hier einfach raus. Also ich meine, das ist ja frech. Selber laufen müssen, das verstehe ich nicht. Man muss mich an die Hand nehmen. Hm. Dann dechiffrieren wir das mal. Schauen, was das ist für ein Schmarrn. No secret. I hope I was of assistance. Ui. Naja, aber ich meine, das kann ich ja nicht rausgehen. Ich brauche doch das Ding. Was ist denn das? Was haben wir denn hier für eine Fähigkeit? Kettenspeer wirft jetzt einen elektrischen Speer, der allen Gegnern in seinem Weg Schaden zufügt und sie bewegungsunfähig macht. Ach so, nicht heranziehen. Ja, dann extrahiere ich halt diese Fähigkeit und tausche das mit dem. Weil das mit dem Tornados brauche ich eigentlich hier. Das brauche ich doch einfach. Du meinst Oha? Das schon nicht ohne, ne? Genau, so dachte ich mir das. Ich extrahiere diesen Wirbel und tue sie auf die neue Brust drauf, weil ich diesen Kettenspeer weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich brauche. Was ist denn das? Knisterfell. Knisterfell, warte mal. Ich habe hier mal gerade geschaut. Knisterfell. Darwin's Legacy, nee, da ist nichts. Was ist hier? Gathering. Ich weiß halt nicht, was Knisterfell auf Englisch heißen soll. Aber egal, da ich jetzt immer sowieso noch da spiele, tue ich das einfach raus. Mach mal das so, Aimser. Hab die scheiße wilde Kambros nicht. Das Ding, das was ich hier habe, oder was, hast du nicht? Okay. Heißt das so? Wilde Orkan, okay. Ja, das kriegst du schon noch. Das kriegst du schon noch, safe, meine ich. Ja, ich bin jetzt gerade frisch 60 geworden und ich schätze mal, alles, was jetzt droppt, ist halt ultra heftig, ne?
Also von daher, glaube ich, ist das so mit... Ist es nicht fast normal, wenn man mit 60 die ersten Sachen gedroppt bekommt, dass alles dich brutal verbessert? So. Ich würde jetzt, dass man das austauschen hier. Anlegen. Jo. So, jetzt muss ich nur noch diesen... Da ist der andere hier. Was habe ich eigentlich bekommen hier? Ich habe gar nicht geschaut. Was ist das? Sprung plus 2 Schaden gebräunet. Dienste. Nee. Bewerten. Den da. Jo. Jo. Jetzt können wir den hier aufwerten. Machen wir mal. Was kriegen wir dazu? Ja, für den Mönch. Wer braucht schon so einen scheiß Mönch? Ihr braucht einen Mönch. Also spielt doch eh kein Schweinmönch heutzutage. Also jetzt kriege ich irgendwas für einen Mönch. Ich will doch keinen Mönch haben. Also, kann man sich nicht vorstellen, diese Mönchfähigkeit. Braucht kein Schwein. Find any more, and you know where I'll be. So. Ich kann mir vorstellen, Mönche. Wilde Sache, sag ich. Da muss ich hin, ne? Das ist, glaube ich, das gleiche bei ihr, genau, wo ich eben war. Extrahieren. Was hatten wir? Brust oder was? Wilde Orkan. Stopp. Ich habe schon mal aufgewertet auf 5 und habe diese Sachen extrahiert. Das ist schon der zweite halt, den ich gerade aufwerte irgendwie. Das ist der zweite hier. So. Jo. Jetzt habe ich die Fertigkeit sicher. Jetzt müssen wir vermachen. Die Brust. Vermachen. Das Ding. Wilder Orkan. Ja. Vermachen. Und schließen. Jetzt passt das. Schön. Du schreist, wenn Gulem da ist. Okidoki. Das ist nett. Ich find's toll, wenn sie schreien. Das geht immer so richtig ins Ohr. Da müssen wir mal schauen. Ich habe lange nichts mehr aufgewertet. Das ist wie bei Diablo 3, du tust eine Fähigkeit extrahieren und mit dem anderen vermachst du es halt. Tust du es draufschmieden. Einfach eine Fähigkeit, die du quasi ausgesaugt hast, tust du auf ein anderes Gear drauf. Das ist halt vermachen. Das ist wie bei dem Würfel da bei D3. Mhm. Du saugst eine Fähigkeit aus, du extrahierst sie. So wie ich gerade. Die Brust mit der Fertigkeit, die alte, und tu die alte Fertigkeit auf die neue Brust vermachen. Also vererben, vermachen halt, ja, sowas halt. Die Stats bleiben, nur die Legendary-Fähigkeit tust du dann ändern, genau. Hey there, it's good to see. Hallöchen. So, aufwerten, was haben wir denn Schönes? Ich wollte erstmal alles auf. Einfach einzeln aufwerten, also das haben wir, okay, das ist 4, 4, der 3. Können wir den hier? Oh, wir können sogar die hier. Ich würde das erstmal alles gleich aufwerten. Den habe ich auf 5, 5, 5, dann würde ich hier 4, 4, 4 machen. Ich könnte den auch auf 5 machen, oder den da. Weiß nicht, macht das Sinn, einen zuerst auf 5 hoch zu pushen? Oder ich habe das jetzt einfach so gemacht, immer einzeln. Ist ja nicht egal. Wir machen einfach alles gemütlich. Ja, aber 6 ist ja ultra heftig mit diesen ganzen Mats. Ne? Ja. Es geht aber eigentlich, ne? 3. Und hier brauchst du 50 von denen.
You do the fighting, I'll do the forging. Du hast fast alle auf 6. Okay, du hast ja aber auch ein bisschen mehr Nike-Schwitzi. Du bist ja auch Hashtag-süchtig. Haben wir ja halt schon festgestellt. Sagst du, wie es ist hier? Das da. Das da. Fertig. Gut. Ja, also ich meine, jetzt ist. Was ist denn mit euch? Jetzt zählen wir hier jetzt Zahlen. 6, 7, 8. Ich weiß, wie das funktioniert mit dem Ziel. Was ist mit euch? Sag ich mal 1, 2, 3. Mehr komme ich nicht. Also das war's bei mir. Ende. Ja, also. Also gut, dann. Als ob. Also du hast ja nicht mal Ahnung, wie man Diablo schreibt hier. Das sagst du. Dann auf Wiederschauen. War nett. Ja, dann kurz haben brauchst du nichts glauben. Also, ne? Jo, wie hoch bist du denn, Voodoo? Du bist doch eigentlich der Höchste bei uns. Ich wollte was machen? Ich wollte noch diese weiteren Dinge annehmen, gell? Ja, hab ich ja eh schon. Also bin ja sowieso mitten in den Bounties. Benötige Hölle 1 oder höher? Ja, was habe ich denn? Ich bin doch Hölle 1 oder höher, was? Du hast wieder zurückgestellt. Jo, das kannst ja du auch machen, ne? Also da muss ich ja gar nicht dabei sein. Da tust du einfach in die Kiste rein. Also du kannst das in dem ersten öffnen, aber ich kann dir mal zeigen. Kann ich dir mal zeigen, wie das geht. Ich kann es ja nicht machen, weil ich jetzt selber keine habe. Bei dem einen tust du das Ding halt öffnen. Das ist halt so wie das Legendary Identifizieren und dann tust du es behalten oder reintun. Ich weiß nicht, ob du auch was rausbekommst. Nee, nur du. Nur du. Du gehst, ne? Du gehst zu dem Typen, der öffnet es halt hier für dich. Truppentruhe liefern. Aber ich hab halt keine. Der da? Was ist denn das jetzt hier? Was hab ich denn getan? Rolle für das Requirat der Hölle zuweisen. Was für eine Rolle? Weist der Requilar Rollen zu, um eurer Truppe Vorteile zu verschaffen. Komm, wir weisen irgendwas zu. Schau mal, ja? Immer prügeln. Apex, hast du recht. Einfach auf den Gutsan rein. Rein da. Mitglied noch nicht ausgewählt. Ach so, ich kann auf einzelne Leute gewisse Sachen. Aber das geht nur, wenn wir beim Raid unterwegs sind, oder was? Das können wir ja mal machen, wenn wir dann da sind. Was haben wir denn hier Schönes? Ring. Schaden gegen Gegner mit Schild 8% erhöht. Unberührbar. Gibt es eigentlich nur ein Set? Generell für jeden oder wie? Wo steht denn, mit wie viel Paar ich den tragen will? Kann. Ah, hier, benötigt Stufe 2, da. Schlangenbeste, sagst du. Klasse Barbar. Und dann kann ich mir ja nehmen, ne? Das ist ja eh von Voodoo. Ich bin der einzige Barbar, spiele ich keine Barbar. Ist der so schlechte Barbar, oder was? Oder. Ich. Selten halt. Ich sehe nur Dämonenjäger, Mages und irgendwelche Mönche rumwurscheln. Einfach Linksklick. Zack, Linksklick. Du kannst es ja nicht haben, den Ring, weil der speziell für Barbar ist. Siehst du? Klasse Barbar. Das kannst du gar nicht tragen. Das ist ein Setting hier von Barbar.
Oder sieht man das immer selber oder was? Ist das hier... Steht bei dir Klasse... Mönch oder was? Klasse Baba. Hier ist Klasse Kreuzritter. Kreuzritter, Zauberer, Dämonenjäger, Zauberer. Bei mir steht Mönch. Wie viele Setter hast du schon? Ich habe keins. Wo sieht man das denn hier? Wenn ich hier. Da. Gucken, oder was? Ist auch noch kein Setter, oder? Kann es sein? Paragon 11, Paragon 11. Ich habe schon drei Teile, aber den Bauch brauche ich nicht. Achso. Ich bin mir egal, mach was du willst. Voodoo hat den hier reingelegt, den Ring. Einfach hier klicken und entnehmen oder so, nicht? Keine Ahnung. Ich weiß generell nicht, wie wir das machen sollen. Ich lade halt, ich habe halt nur Leute eingeladen hier in der Truppe, die wir halt kennen. Na siehst du. Na, dann, Irreführung der Scharlatan, dann geht's nicht. Mir steht, hat der einen Gegenstand aus der Beutetruhe zur Truppe genommen. Du hast doch schon das genommen hier. Wie hast du den rausgenommen, ohne dass du... ...dass du das aufmachen kannst? Geht doch gar nicht. Ach so, zu dem Typen hier, da. Truppenlager, Truppentruhe liefern. Das hatte ich am Anfang gesagt. Hier einfach hier hin, da und dann liefern. Genau. Na siehst, dann hast du dein viertes Setteil. Und eins brauchst du dann. Also brauchen Barbaren Mönch die gleichen oder was? Okay, na dann, passt ja. Kann ich halt mit allem nichts anfangen. Das Einzige, mit dem ich was anfangen hätte können, war halt das Ding, was du rausgenommen hast. Hier wäre das zweite Ding mit 22. Okay. Ja gut, ich fahre mir die Dinger selber. Fertig. Nehmt euch das. Und teilt euch das auf. Und ich mach das so. Wo ist denn nochmal der Ausgang hier? Hier am Rand, oder? Nee. Was soll ich denn mit der Feuerschale jetzt? Ach, hier ist der Ausgang. Da, oder? Ja, okay, da. So. Dann, ja, dann weiter mit den schönen Bounties noch. Ja, das ist Paragon 22. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erreiche. Was da noch drin liegt. Ring war halt das Einzige, was ich hätte nehmen können, theoretisch. Tötet Luke Lakuni und sammelt Lakuni Fell. Achso, habe ich doch schon. So. Not enough energy. Wieso kann ich da nicht hinchargen? LOL.
Ich hab doch den Ding benutzt. Paragon 12, ja. Genau. 13 bist du. Du lügst doch. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Da stand ja nicht kein Name drauf, du. Das ist mir nicht wichtig, Niki. Der ist grau, frech. Jo. Never rush a child of Ulkathos. Rein auf das Fell hier. Ach du Scheiße, wenn wir diese Bohr- und Sägearbeiten nebenbei. Da kannst du eh nicht schlafen. Give me a moment. Give me a moment. Wie lange denn noch? Hast du eine Waffe gehabt oder was? In der Kiste? Okay. Schön. I need more time. Ja, ich muss ja generell schauen, wie das mit den Set-Teilen ist. Anscheinend muss man da immer einen Dungeon laufen. Ich werde es so machen, wenn ich ein Set aus dem Dungeon brauche, laufe ich die halt einmal, wenn ich Bock habe und fertig. Wenn es dann droppt, gut, wenn nicht, dann auch nicht so schlimm. Wie meinst du, wieder rausbekommen? So wie du das andere auch rausbekommen hast, oder? Jetzt nicht mit links draufklicken oder so? Not enough energy. So, Energie, komm. Und zack. Ja, drück doch oben das X oder so. Was ist mit dir? Weißt du, es ist Parat 13 und kommt dir dann aus dem Lager raus. Lösch deine Schadung einfach. Also. I don't have enough energy. Wie bin ich denn rausgegangen? Was hab ich denn gemacht? I need energy. Dann drück Y. Weiß jemand ein PC-Spieler, oder? Wenn man aus dem Lager rauskommt? Ich habe vielleicht einfach nur meine Select-Taste gedrückt. Die öffnet halt irgendwas anderes oder so, ne? Weiß ich auch nicht. Ich habe einfach intuitiv irgendwas gedrückt, Niki. Okay, jetzt bitte erklär uns, was es war. You're trying my patience. Du hast rechts oben an der Minimap eine kleine Symbol für das Tor. Achso, du meinst generell aus dem Lager. Lol, ich dachte aus der Kiste. Aus dem Lager raus, Hilfe. Ja, na klar, das kleine Symbol da. Habe ich vorhin auch gefunden. Ach, die Tür da. Naja, ich habe Lager und Kiste und was weiß ich. Geht der auch hoch? Ich verstehe. Hatte ich vorhin auch kurz gesucht. Healed. Still recharging. I need energy. Sehr gut.
Ich würde das noch öfters chargen. Da macht er nichts anderes mehr. So. Das wäre so toll, wenn du ewig im Lager festgehangen wärst. Jetzt voll gefeiert, Niki. Also ich meine, ich sag's dir. Ja, immer draufdrücken. Gleich dem. Immer reinbuttern, Dotski, na klar. Immer reinbuttern. Anders geht es nicht. Wir buttern immer Free-to-Play rein, so muss das sein. Ich empfehle auch jedem einfach sofort die Kreditkarte zu zücken, egal was man macht. Mal schauen, wenn ich soweit bin. Mal schauen, wenn ich soweit bin. Da kann man da nichts mehr machen. Rein da. Da stand sogar vorhin extra ein Angebot nur für mich. Für mich. Ich darf Geld ausgeben. Nur ich allein. Ich dachte mir, geil. Rein da. So gefreut habe ich mich. Finde ich schön, dass sie extra für mich sich Zeit nehmen und mir Angebote machen. Das machen sie nicht für jeden. What do you need, friend? Ich muss nur den Scheiß entzaubern, sonst brauche ich nichts. Danke dir. I hope that can help. Das war schon sehr, sehr hilfreich. Dankeschön, Dankeschön. Was haben wir jetzt? 28,4 Grad. Alexa? Wie viel Grad haben wir in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 26 Grad Celsius. Heute Abend wird eine Tiefsttemperatur von 13 Grad erwartet. Das geht, da müssen wir halt offen lassen, die Nacht über. Okay. Ich traue mich aber jetzt noch nicht aufzumachen. Immer noch zu viele Gräser und Pollenflüge da draußen, das ist wild. Kein Bock auf eine erneute längste Allergieattacke. Deswegen lassen wir noch zu, solange es geht. Spielst du nur einmal durch und legst dann zur Seite? Ich habe kein geplantes Ende. Das Ende ist, wenn ich keine Lust mehr habe. Das kann vor dem Durchspielen sein. Danach, mittendrin. Ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Plan. Ich mache einfach. Ich finde es sehr toll, dass ich nichts hier... Ich muss halt nicht hinlaufen. Der läuft einfach immer hin. Bounties sind in dem Spiel gigantisch. Ich habe Diablo 3 Bounties gehasst. Hier läuft er hin und ich muss einfach bumsen hier. Also hier Bumserino machen, weißt du? Zack, 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 fertig. Zum nächsten. Ich muss nichts machen. Schön. Wegfindung, Navigation, Google Maps 1A im Spiel. Ich weiß gar nicht, was betitelt man denn als einmal durchspielen. Wann ist das Spiel durch? Hier ist noch der. Kann ich den noch mit dem Ding machen? Nee, ist abgelaufen, Leute, der Buff. Oh, da ist noch ein anderer. Yo, der schon wieder. Ach so, das kann sein. Das weiß ich noch nicht. Kann sein, ja. Wir haben gerade Story. Es soll ja noch weitergehen. Ich bin eben 60 geworden. Jetzt. Ich mache halt meine Bounties fleißig. Bounties, bisschen Dungeons. Und die Portale. Herausforderung und das älteste Portal und fertig. Dann das nächste Mal nochmal. Du sagst, Niki, erst wenn ich die Story weiter gemacht habe, dann bekomme ich auch die Set-Teile, okay? Dann kann ich das machen. Ich habe nur noch 4 oder 8 Bounties, ich weiß gar nicht. Also ich habe keinen Plan, wie viele ich hier mache. Ich
Ich mache einfach. Mir gefällt dieses mit den Bounties. Mir gefallen die Portale. Da kann man sich ja bei dem Single-Portal wie immer ein bisschen dann die Zähne ausbeißen, nachdem wie hoch man da kommt. Das finde ich ganz gut. Und sonst kannst du mal Level ein bisschen Parler kriegen heute. Halt. Mal schauen. Oder wir sagen einfach so: Bei Bankrott ist es vorbei. Also hätte ich gar nicht anfangen dürfen. Ich würde halt so gerne noch ein paar Builds probieren. Das würde mich interessieren, ob ich da beim Farmen die Lust verliere, weil, falls die Sachen schwer droppen. Das gucken wir mal. Geisterkutsche trifft einen 67 Tagen, Stunden. Lost Ark habe ich 2019 gespielt, die russische Version. So, wow. So 3 Tage. War okay. Aber die Steuerung war für mich nicht machbar. Die Beta habe ich auch gespielt, der westlichen Version, sage ich jetzt mal. Und Katastrophe mit der Steuerung. Also ich komme da nicht zurecht. Ich kann halt nicht mit Maus und Tastatur klicken. Dieses Click-to-Move mag ich nicht. Das kann ich nicht. Habe ich in Diablo probiert, bin ich durchgedreht. Also war nicht schön für mich. Deswegen fand ich Diablo 3 super auf der Konsole. Und bei Lost Ark geht's auch mit Controller. Aber die Steuerung ist so komisch gemacht. Ich hab's probiert, aber... Nee, also das krieg ich nicht hin vom Gameplay. So. Gefällt mir echt gar nicht. Aber sonst so Lost Ark fand ich nicht schlecht. Das, was ich gespielt habe damals 2019. Ich meine, das ist ja das Gleiche, ist ja nichts anderes. Und fand ich echt gut eigentlich so. Es war einer der wenigen Spiele, selbst wo die mir irgendwas erzählt haben von der Story, dass ich jetzt nicht alle 4 drücken muss, weil ich bin ja nicht so ein Main-Story-Typ, weißt du ja. Das war okay. Nur wenn ich mit dem Gameplay nicht zurechtkomme, macht alles andere auch keinen Spaß. Das Schöne an Diablo Immortal finde ich, du hast 3 Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Erstmal das Klassische mit Click to Move, so wie halt Diablo anscheinend bei allen Teilen. Dann kannst du, was hier jetzt neu ist, WSAD nutzen. Oder du nutzt den Controller. Der ist auch gut umgesetzt, die Steuerung. Da bin ich halt. Ich habe es auch probiert mit Maus und so. Nee. Was beim Controller ein bisschen doof ist, ist, wenn du auf einen gewissen Punkt hier, so wie ich jetzt hier immer hinsteuern muss, das ist halt nicht so geil. Da hältst du den linken Analogstick dann so, ne, die Fähigkeit und tust mit dem rechten Analogstick hier halt hin navigieren. Mit der Maus habe ich halt das einfach eingestellt, bist du halt sofort da. Da kannst du einfach mit einem Klick chargen. Ich habe halt die Maussteuerung auch angepasst, als ich mal ein anderes Bild probieren möchte. Es gibt ja das Sprungbild oder so und dann musst du halt immer das hier... Es ist halt nicht so geil mit dem Controller. Es gibt ein komplettes Bild, was du immer jede Fähigkeit musst du anvisieren. Und das ist halt mit dem Controller ein bisschen langwierig und auch nicht so geil. Und mit der Maus, zack, zack. Ja. Ich habe die Fähigkeit auf die linke Maustaste getan. Aber sonst, Controller ist wie in Diablo 3 gigantisch umgesetzt. Ultra geil. Ja, leider halt. Ich hätte es halt auch gern gespielt, aber die Steuerung hat mir so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Also das, was ich damals... Ich hatte, glaube ich, so gespielt 30 Stunden. Habe ich auch auf YouTube hochgeladen, damals 2019. Ich fand die Dungeons... Also ich habe jetzt, glaube ich, nur 1 oder 2 Dungeons gemacht. Es war sehr, sehr geil, was da alles gezeigt wurde. Ich habe auch mit einer Gruppe damals gespielt, kurz. Waren noch viele begeistert von dem Spiel. Damals schon, 2019.
Aber Steuerung, ja. Ich hatte Diablo 3 Season 1, damit habe ich Diablo 3 begonnen. Hab mal gespielt am Computer Season 1 und 2, so probiert. Mit der Maus weiß ich nicht. Fand ich nicht toll. Ich habe mir aber vorgenommen, da ich jetzt wirklich viele Sachen teste, die ich jetzt generell nicht so geil finde oder mit denen oder offen bin halt für vieles Neues, so Open-Mind-mäßig. Ja, egal ob jetzt Story-Games oder irgendwelche anderen Games, die ich jetzt jahrelang vermieden habe, mal reinzuschauen und zu testen. Vielleicht mache ich das doch dann bei Lost Ark mal. Doch mal wieder probieren und vielleicht komme ich zurecht. Das muss dann so ein Tag sein, wo du wirklich Lust hast, was Neues zu probieren, noch was Neues zu lernen. Vielleicht komme ich dann dahin. Ich weiß jetzt nicht viel aus Lost Ark. Ich habe immer nur, man hört immer nur diese doofen negativen Sachen, dass man im Endgame auch ziemlich reinpayen muss, um weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Aber das wäre mir ja egal. Es gibt halt für mich kein Endgame in keinem Spiel mehr. Ich spiele das Spiel und wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Diese Dedizierung, 16 Jahre ein Spiel möchte ich nie wieder haben. Ich genieße die Freiheit und spiele halt einfach mal dies, mal das. Und wenn ich keine Lust habe, höre ich auf. Ja. Ich habe noch einige Story-Games, die ich begonnen habe und vielleicht irgendwann weiterspielen möchte. Und Witcher wird da nicht dazu gehören. Ich bin noch bei Forbidden West, ich bin noch bei Dying Light und bei Elden Ring bin ich noch nicht fertig. Wenn, dann vielleicht das neue Witcher. Mal schauen. You didn't stand a chance. Ich weiß, dass viele das vergöttern und super geil finden, wie ich schon oft empfohlen bekommen habe, aber ist jetzt auch nicht so mein Traumsetting. Es gibt so gewisse Settings, die schrecken mich ein bisschen ab. Mittelalter, Piraten-Setting und ja, weiß gar nicht, was noch dabei ist. Die schrecken mich so ein bisschen ab. Finde ich nicht toll. Oh ja, mit den Charakter-Slots wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Wenn du da mal ein bisschen, wenn du da einen Betrag zahlst und dann mehr Slots hast, das ist halb so wild. Das war ja bei den meisten Free-to-Play-Spielen. Endgame ohne Probleme. Das finde ich toll. Das freut mich. Das ist schön. Ja, und man hört ja bei den ganzen Berichterstattungen, ich sag's mal, eigentlich, ich nenne die Influencer heutzutage Manipulateure, weil sie manipulieren ja eh alles und jeden. Und die Lemminge hinterherlaufen, hört man immer nur die negativen Sachen. Wie zum Beispiel bei dem Diablo. Du, ich habe das Spiel hier gespielt, also ich spiele das Spiel und find's cool und ich habe jetzt meine 30 Stunden vielleicht drin und habe dieses Spiel mehr gespielt als so manche andere Spiele und habe hier nichts gezahlt. Also ich meine, wenn man für free 30 Stunden ein bisschen Gameplay kriegt und wenn man einfach aufhört nach der Story, finde ich das nicht schlecht. Und dieses Gelaber mit 50 Grafik für Best Gear und so ein Scheiß. Du, hey, wenn ich World First spielen will, dann muss ich ja Geld ausgeben. Wenn ich normal spielen will, World Last oder so mittendrin, muss ich es halt nicht machen. Wieso so? Das ist halt immer nur so, wenn den Leuten das verwehrt wird, in den Bestlisten ganz oben zu stehen, dass sie ihren Penis nicht zeigen können, weil es geht hier nur um Penisvergleich, nervt es sie gleich. Und dann ist noch das Schlimmste, das ist halt eindeutig, dass die Dropchance so schlecht ist und dann gibt es irgendwelche Top 10 Streamer oder Top 10 YouTuber, die dann einfach nur Geld reinbuttern und das zeigen, was offensichtlich ist. Das verstehe ich halt nicht. Weißt du? Ist das schon statistisch bewiesen, dass du zahlen musst, damit du den Drop bekommst und dann zeigen die es halt noch. Verstehe nicht. Das ist doch nur dumm. Und das nervt mich halt so ein bisschen. Und die supporten das Ganze halt. Das, was die anderen eigentlich flamen. Und flamen es dann auch. Ja. Genau, also deswegen nenne ich generell die ganzen, es ist zwar vielleicht eine Beleidigung für die, aber die, also Influencer ist ja glaube ich ein ähnliches Wort, ist ja fast das gleiche, ne? Ich nenne sie Manipulateure nur noch, weil das ist immer schlimmer, die generieren Hype, die Lemminge laufen hinterher,
jedem Streamer Top 10 oder YouTuber Top 10 und weinen dann, weil sie sich da drin doch nicht wohlfühlen, weil sie einfach nur reingelaufen sind. Ich sehe immer bei Lemming dieses Loch, wo du dann baust und dann läuft einer ran, alle folgen. Und das finde ich geil. Also der Vergleich, den mag ich. Das ist der beste Vergleich für den ganzen Social Media Mist, den es gibt da heutzutage. Ja, aber das ist doch normal in Handygames. Die stecken mehr Geld, damit dein Gehirn manipuliert wird, anstatt in das Gameplay. Was weiß ich, da gibt es ja dann noch genug Statistiken, Bericht darüber, das ist klar. I am renewed. Aber das ist halt beim Handygame so. Und das finde ich halt Schwachsinn, dass man das beweisen muss. Das ist ja, die Handygame-Branche macht viel mehr Umsatz als alle anderen zusammen, als Konsole oder PC oder sowas. Und die lebt halt davon. Das ist halt so. Deswegen finde ich es halt doof, dass man das halt so kaputt macht. Eigentlich ist es ein schönes Spiel. So. Ja, das ist schon krass. Also ich habe den Bericht gesehen, ich weiß nicht von wem der war, Simplicissimus oder von den anderen, wie sehr du beeinflusst wirst als Mensch. Wie viel da reingesteckt wird, um dich zu manipulieren. Ja, aber da ist jetzt Diablo jetzt keine Ausnahme. Vielleicht ist ja das Ganze. Ich meine, der Schritt von Blizzard fand ich nicht schlecht, das auch auf den PC zu bringen. Aber vielleicht ist es ja deswegen so negativ. Wenn man das einfach vom Handy gelassen hätte, egal. Dann ist es, hat sich einfach eingereiht. Die ist eingereiht zu jedem anderen Spiel dazu. Aber ich finde es schön, dass ich eine Möglichkeit habe. Ich muss sagen, ich finde es das beste Diablo, das ich gespielt habe. Ich habe nur 3 gespielt und 3 fand ich an vielen Stellen sehr, sehr ekelhaft nervig. Und hier ist es so, als ob man hat so mitgedacht. Viele Sachen, die umständlich waren, im dritten Teil, finde ich hier einfach besser gelöst. Hey, bleib stehen, was? Your end is at hand. Prepare to meet it. Es ist einfach irgendwie nachgedacht worden. Wenn etwas umständlich ist oder ein bisschen doof gelöst, ist es hier besser gemacht worden. Die Handhabung ist geil. Keine Ahnung, ob das überhaupt noch was sagen kann. Es wirkt einfach abgerundeter hier. Kann auch sein, dass Handygames halt so sind, dass man die Leute so ein bisschen mehr in die Hand nimmt. Dass man so ein bisschen alles vor das Gesicht hier nimmt, mach, tu dies, tu das. Und das finde ich aber okay. Das stört mich ja nicht. Ich finde es nur schade, dass die Diablo-Fans nur wegen diesen Berichten, dieses Pay-to-Wins, nicht in den Genuss kommen von dem Spiel, weil eigentlich ist es ein gutes Ding. Not enough energy. Die sehen dann nur, ja, man muss eh Geld zahlen und dann machen sie es halt nicht. Ja, aber ich habe von Lost Ark gehört, da gibt es auch wirklich Raids und so, ne? Mit allem drum und dran, verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich bin ja damals in diesen paar Tagen nicht so weit gekommen. Bisschen ein paar Level gemacht, bisschen Dungeon, fertig. Ich bin ja das Endgame nicht. Never rush a child before Kalthos. Also ich hatte 3 Storygames angefangen, Gutzan, ne? Das habe ich ja vorhin genannt. Und die habe ich ja noch nicht zu Ende gespielt. Es ist zwar nett so mit Story hin oder her, aber es gibt mir jetzt nicht so den Kick, ich da das Zuhören.
Ich bin jetzt zwar nicht mehr so krass der Meinung, wie ich früher war, denn ich habe in viele Genres reingeblickt und mir gedacht, okay, so schlimm ist es gar nicht. Früher war es immer meine Meinung so, wenn ich Story haben möchte, schaue ich mir eine Serie oder einen Film an. Liege auf der Couch oder auf dem Bett im Bett. Ich akzeptiere es, aber ich muss mir nicht 20 Stunden Geschichte anhören. Ich will auch aktiv sein. Sonst ist das halt nichts für mich. You're trying my patience. Hey Soul Dream. Heute oder allgemein? Zwei Raids für 8 Personen. I don't have enough energy. Ist das nicht wenig für die Zeit? Oder reicht das? Zwei Raids. Not enough energy. Habe ich diesen Link noch überhaupt hier? Warte, habe ich das Link noch da? Hier. Falls du Lust hast, also wenn du sehen möchtest, wie es mir geht, und ich versuche das vor der Kamera zu verstecken, wie es wirklich ist, aber ich habe es letztes Mal nicht geschafft, kannst du diesen Link hier anklicken. Kannst du ein bisschen 5 Minuten vor- und zurückspulen, wenn du Bock hast, und da siehst du, wie es mir geht. Falls du wirklich Interesse daran hast. Ansonsten ist es nicht so schlimm. Da siehst du halt Menschen im Bett vor lauter Schmerzen schreien. Und diese Schübe kommen halt immer wieder. Und das konnte ich, normalerweise verheimliche ich das vor der Kamera. Aber das kam einfach so unerwartet. Das war wild. So, aber sonst, ja. Sonst allgemein für jeden meiner Frage, ja, passt soweit. Und bei dir? So. Bisschen Diablo spielen, am Abend ein bisschen racen. Vielleicht später dann noch ein bisschen prügeln, also. Racen mit Lenkrad, prügeln vielleicht in Street Fighter oder dann noch ein bisschen Captain of Industry heute Abend. Mal schauen. Vielleicht iRacing, vielleicht Automobilista. Mal gucken. Ich glaube eigentlich Automobilista fahren wir dann heute eine Runde. So, habe ich jetzt alle Dinger? Immer noch nicht. Ich kann ja noch mehr Bounties machen. Das ist ja das Schöne hier. Wenn du nur alle paar Tage spielst, hast du so viele Bounties, du kannst die ganze Spielzeit nur mit Bounties füllen. Das ist gigantisch. Klar, rein in die Kneipe. Ich mache in letzter Zeit ein paar Sachen, die ich so als Kind gerne gemacht habe, wie ein bisschen Street Fighter spielen. Das war damals um die 90, 92. Dann meine Leidenschaft ist eigentlich Racing, was ich durch die Füße nicht kann, aber ich nehme aktuell 9 bis 11 Tabletten jeden Tag. Das ist sehr, sehr schwer alles zu managen da, aber das, mein Körper, ja, wehrt sich halt auch dagegen, aber einiges muss ich halt nehmen. Und dann dachte ich mir, bevor es jetzt ganz irgendwann zu Ende ist, mache ich einfach, scheißegal. Mache ich einfach. Und Racing ist meine Leidenschaft, leider konnte ich es seit 5 Jahren nicht machen. Was ich halt immer noch nicht kann wegen Füßen, aber ich mache einfach, wie schon erwähnt. Und ich habe auch gerne früher als Kind Street Fighter gespielt, habe ich auch mit Jens 2 Tage gespielt, war toll. Also noch so ein bisschen das Leben Revue passieren lassen, 1-2 Sachen, die ich halt quasi abhaken möchte, abhaken und dann gucken wir halt. Aber Dotski, Kneipentour nur gemeinsam mit dir. Ich glaube, du bist da Saufen Nummer Uno. Mal vorstellen, ja. So, was wollte der noch von mir? Ah, hier, die da. Jetzt bin ich schon Paragon 4. Point me to the enemy. Ja, dann wird's mal wieder Zeit. Dann wird's mal wieder Zeit, ne? Also.
So, was wollen die jetzt schon wieder von mir? Achso, Paragon noch ein bisschen hochgehen. Dann machen wir einfach hier noch. Plus eins. Okay. Dann habe ich das bald auf 5 und dann habe ich hier Geschwindigkeit. Dann könnte ich dir überlegen, ob ich nicht zuerst dann auf das gehe. Was, das ist plus 10? Boah. Denn Monstern zugefügter Schaden um 5% erhöht. Ja, ich weiß ja nicht, was genau besser ist. Schaden um 20% erhöht oder Monster um 5% Schaden erhöht? So. Hier bin ich jetzt plus Schaden 100, aber ich weiß nicht, wie viel Prozent das halt sind. Das ist halt auch doof, wenn hier steht, zugefügte Schaden ist 5% und hier ist der Schaden 100 oder 20. Wie viel Prozent sind denn 100 oder 20 bei dem? Wieso bleiben sie denn nicht mit bei einem? Ach, immer noch irgendwas klicken hier. Mhm. Da, zack. Ich muss noch die Hiltis ausgeben hier. Immer schön reinhämmern da. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo die Story weitergeht hier, denn die haben mich nicht hin und her geschickt. Normalerweise blinkt das auf, geht ein. Du musst den Wächter ansprechen. Ich habe den angesprochen. Ah, hat er gesagt, dann war es wegen Paragon irgendwas. Glaube ich. Oh, jetzt sind aber viele Leute da. Aber es geht, spawnen ja alle sehr schnell. Schwere verzierte Truhe. 1 von 4 Spieler nötig zum Öffnen, was 4? Okay, warum brauche ich 4 Spieler zum Öffnen? Kommt ein Boss oder was? Sind 4 Spieler hier, die vorbeikommen? Oder 3? Wir sind in einem Clan drin hier. Warum brauche ich da 4 Spieler? Kommt da ein Boss raus oder was kommt da raus? Clan. Nochmal eine Bewerbung hier. Opa mit Koka. Ah ja. Gibt nichts Besonderes. Ja, ich habe noch nie eine Kiste gesehen, die mehr Spieler benötigt. Ich habe sie normalerweise mal alleine aufgemacht. Hä? Ja gut, dann ist ja scheißegal. Sonst hätte ich mich ein paar eingeladen hier. Gut. Aber worin besteht denn der Sinn? Das ist, dass man auf einmal mehr Leute braucht. Dass man die gemeinsame Aktivität fördert, sagst du? I need energy. Is that all you've got? Na klar. Mehr kann ich nicht. Oh, da oben ist ein Boss. Was ist da oben? Never rush a child of Bulkathos. Wow. 7 Millionen hat der. Alter, der hat mich nur angeschaut. Der wirft mit seinem Schild. Was ist denn das für einer? Wurst, macht anders. Keine Ahnung. Irgendein komischer Verbuchs. Help. Wow. Der Spell Reflect oder was? Geh weg. Ey, der verfolgt mich. Help. Yo, Mann. Also, was ich am meisten bei dem Spiel fordere, dass man die Fertigkeiten, Fähigkeiten, Effekte der anderen wegmachen kann. Denn ich komme oft durcheinander, was jetzt zu ihm gehört. Oder farblich irgendwie ändern oder so. Wieso muss ich den jetzt hier tanken? Macht das doch ein anderer.
Mach, soll der Mage doch tanken. Der ist doch viel besser dafür. Also, ja, ich meine. Wieso? Wenn der mich anschaut und prügelt, bin ich weg. Können wir keine Heiltränke für jede Phase oder was? Oh! Sind denn hier Heiltränke? Boah, da wirft er noch Schild nach mir. Ja, ich kann nicht mehr zu ihm hin, sonst bin ich weg. Und wenn er jetzt das Schild wirft, muss ich aufpassen. Nach dem Kreislauf. Ah, ah. Ja, so ein Boss macht Aua. Zack, wegchargen. Und nochmal. Nicht. Oh, Hilfe. Töte den doch. Was ist. Ah. Help! Heilkugel, jawohl, andere Phase haben wir erreicht, let's go! Wir haben ja noch zwei Phasen, spinnt ihr? Das war jetzt Phase 2 oder 1, was war das? Oh, ist das auch so ein Boss, Niki, wo man was kriegt? Scheiße, das sind Laser. Die sind nicht gut für meine Gesundheit. Ist das auch was Böses? Ich weiß nicht, welche Fähigkeit ich jetzt ausweichen muss. Ja, okay, das war böse. Lol, what the fuck? Okay, dann hätte ich ihn auch. Okay. Und. Ich. I'm injured. Ja, das denke ich mir. In Judith bin ich auch hier. Das sind Heiltränke. Wow, nicht weg. Lauf! Oh! Zack in die Fresse! Ja, lol, und da reingegangen. Lauf! Und da wieder. Was sind diese scheiß Messer hier? Jo! Genial hier. Keine Chance hier mit dem Gear, Mann. Wo bist du denn, Niki, wenn man dich mehr braucht? Oh, zack. I need energy. Not enough energy. Zwei Phasen haben wir noch. Still recharging. Oh Gott, also du kannst, bleibst dann überall hängen, ne, den ganzen Grabsteinen. Es ist eine super Area, um einen Boss zu machen. Ist das ein Weltboss oder was ist das hier schon, oder? Ich glaube, das ist so ein Weltboss hier. Never rush a child of Bokathos. Oh, boah, diese Schwerter. Boah. Die verfolgen mich. Ah, da bist du ja. Oh, ich heile mich kurz. Wir müssen die Phase pushen hier. Damit wir alle Heiltränke kriegen. Oh. Läuft hier jemand anders hinterher? Für Fortnite. Ach du Scheiße. Das habe ich letztes Mal schon gesehen, diese Gilde. Oder Clan heißt es da hier. Genau, verfolgt man den für Fortnite. Oder verdient. Jetzt verfolgt ihr wieder mich, Elb. Nein. Au. Oh. Bei diesen komischen Grab kannst du nicht ausweichen. Boah, da ist. Das ist. Ich kann nicht, komm ich weg. Wie soll ich denn hier. Boah, wie lange dauert die Phase noch? I can't carry anymore. Scheiße, diesen Fortnite-Typen wurde gekillt. Jetzt sind wir Fortnite nicht.
I'm carrying enough as is. Here. Der ist aber schon hart. My pack is full. Da, hier. Ja, Heiltränke. My inventory is full. Ja, das ist mir egal. Jetzt. Oh, diese Dinger. Der kommt ja wirklich hinter mir her, immer noch. Ja, ich versuche den halt zu kalt, so gut es geht. Das ist ein bisschen verlaunt, die Handtasche voll. Kann man nicht noch mehr rein tun da? Bald ist es soweit, bald haben wir es. Ich will... Oh... Hau den. Ich kite. Ich gehe aber nicht mehr zu den Gräbern, dann kann ich nicht dodgen. Ein paar Prozent noch. Schade, dass man von denen keinen Ding kriegt hier. Kein Halt. Wow, diese Blades hier. Wow. Es wäre schade, wenn ich vor Ende sterben würde. Aber ich kann nicht mehr heilen. Kannst vergessen. Hab nichts mehr zum Heilen. Kann ich mich hier wirklich hochheilen bei denen? I'm injured. Nee. Not enough energy. Doch, Heilkugel. Gut, bisschen. Ist der immer noch da? I'm overburdened. Du bist gleich tot, mehr bist du nicht. Wow, jetzt hat der mir auch noch einen geprügelt. Wir haben's, oder? Ja, okay. Lol, jetzt kann ich das Legendary mitnehmen. Wie kann ich denn... Kann ich denn direkt hierher wieder hinporten? Oder wie ist das? Ich finde doch dieses... Ich finde das doch hier nie wieder, wenn ich nicht direkt hinporten kann. Wo ist denn das? Und du bleibst da? Ja, warte. Dann geh ich schnell in die Stadt und tu mal den Zauber, das Ganze. Map, hallo? Da. Ich würde dann... Westmark. Hier navigieren. Ich kann halt da nicht weg, boah. Einfach rausschmeißen, Geld drauf geschissen. Ja, passt, hab ich. Ja, passt, mach ich. Alles gut. Hast ja recht. Dann das nehmen. Jo, hab ich. Ist das so ein neuer Stein? Von dem wir gesprochen haben? Jo, hab alles. Wir können auch nicht beide weg, wenn du willst. Oder mach mal den gelben da oben noch. Genau. You? Ja. Mal die Mauer da. Very well. Jo, lag. Ich meine, ich brauche ein starkes Handy. Also, ein PC geht ja nicht. Hm? Also nochmal rauszoomen hier, oder was? Hier. Ich weiß nicht, wie man zoomt rein oder rauszoomt mit dem Controller. Ja, aber Maus ist eh besser für die. Für die Menüsteuerung. So, dann entzaubern und dann haben wir es. Ja, cool, schön. Dann kann ich direkt in die Kammer und nochmal einen Stein ausrüsten. Das war jetzt Zufall. Hey there, it's good to see you. Nur wenn so ein Boss dich halt direkt haut, du hast gar keine Chance dagegen zu halten, das ist halt nicht so nett. I hope that can help. Was haben wir gesagt? Ich muss da drauf gehen, gell? Auf diesen Stein. Da und dann zack, rein da. Okay, da bin ich ja mal gespannt, was das für eine ist. Ich habe schon 3 Stück. Ich bräuchte irgendeinen, der dieses grüne Dings da verbraucht.
So, klick. Einfach Geheimgang hier. Weiß ich nicht. Ich habe erst zwei von den Bossen gemacht, glaube ich. Niki, was habe ich denn gemacht vorhin? Die Hydra habe ich gemacht. Den Typen jetzt. Das war's, oder? Also ich glaube nicht. Ich weiß erst seit einer Stunde, dass es überhaupt diese Bosse gibt. So, Rüstung. Okay, dann ja, werden wir direkt auf. Es ist da. Ja, wir haben sogar, es passt ja sogar. Hier haben wir sogar einen mit Barrel hier. Beste. Aufwerten. Okay. Dann haben wir das. Schöne Sache. 30, 30, 30, okay. Achso, ich muss hier wieder rausgehen. Man kann da nichts machen, wenn hier drin ist. Grad aktuell. Gibt es eine Möglichkeit, vom Spiel zu sehen, wo welches Set-Teil droppt? Weil eigentlich sagt einem das Spiel ja alles. Wenn du was brauchst, dann sag es dir hier und hier, hier und da findest du es. Genau, das habe ich heute gemacht. Das habe ich das erste Mal gemacht, als die Quest dafür mir gezeigt wurde. Und heute hat Sneaky gesagt, kannst du machen. Und dann jetzt, also weiß ich, dass ich es jeden Tag machen kann. Hm? Genau. Ich habe die Schlüssel geholt. Der hat mir eine Langfeld, dann war's das. Dann wächst da kein Gras mehr. I need more time. Okay, dann machen wir Ulti an. Falls das so viel Ulti ist, dann ist das nicht. Gibt es da eigentlich eine Zeit, die sich auflegt, bis diese Ulti wieder ready ist? Oder ist das, ist das bei Kills? Ich glaube von Kills, ne? Aber es ist sehr langsam. Ich habe die jetzt in den letzten 3 Stunden zweimal gehabt. Und ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als irgendwelche Dinge hier gekillt. Die füllt sich auf, wenn du payst. Hey, das ist echt gut. Das macht Spaß, Voodoo. Ich muss mir jetzt nur noch genau sagen, was ich payen muss, damit ich halt nicht was paye, was jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig ist. Ne? Kann man machen, wa? So. Du bist ja das höchste Paralevel, du musst ja genau wissen, was man wo payt.
Ist Psycho noch am Start? Hat er schon Windows schon fertig? You're trying my patience. You're trying my patience. Ewige legendarische Steine. Hören wir mal nachher, oder? Ich gebe das dann beim Kreditantrag an. Genau so. Grund: ewige legendarische Steine. Das müsste dann schon hinhauen. Genehmigung ist garantiert. Ach so, die stehen zwischen so einem Ding. Öffnet er mal alle. Besiegt auferstandene Mönche. Ja, Niki, komm schnell her, dann muss ich dich besiegen. Ja. Never rush a child of Bulkathos. Ich muss dich töten. Wenn du dann auferstehst, muss ich ihn nochmal töten. Ne? Damit wir uns verstehen hier. Weil auferstandene Mönche. I need energy. Golem in 2 Minuten bei mir, brauchst du. Verdammt, warte. Ich bin auf dem Weg. Nächster Boss. Das hier. Zu Spieler navigieren. On my way. Energie. So, lass mich jetzt einfach zu dich führen mit dem Autonavi. 2 Minuten. Ach so, steht ja da. Kuhls Sandsteingolem. Wie ist denn das, wenn man während eines Kampfes stirbt? Bekommt man dann den Lot trotzdem? Also ich glaube, dann darf ich mich einfach nicht wiederbeleben, oder? Aber wenn ich mich wiederbelebe und dann hinlaufe, glaube ich nicht mehr, weil ich bin nicht mehr im Kampf. Muss ich liegen bleiben? Oder nicht? Ui, das sind ja schon einige. Okay. Die wissen anscheinend alle, dass er kommt. Ah ja. Hier gibt es noch irgendwas. Kuhls versteckte Kammern. Jo, so wie bei dem Boss eben. Einfach rumgelaufen. Problem an Mini ist, der Boss dreht sich einmal um und zack. Das war's. Ripp. Aber das kennst du ja als Mönch. Ach so. Da suchen alle Leute, die hier sind, Folianten und dann spawnt der. Gut, gut. Das ist doch ganz schön gemacht, das Ganze. Ich dachte jetzt, da muss jeder einen Foliant kaufen für 10 Euro. Ich muss sagen, ich finde iRacing will damit pay to win, also oder pay to play. Also so eine Season mitspielen willst, musst du schon ein paar hundert Euro blechen. Wieso lass mich hier Ruhe? Ich will nichts zu tun haben mit irgendjemandem Menschen. Ich bin menschenscheu. Sind noch 20 hier. Okay, Boss spawned in 3, 2, 1, fight. Ach. Oh. Toll, schau dich mal an, welche. Genau. Wie soll ich da was ausweichen können? Ich sehe aber zumindest den Boss, dass er dann nicht auf mich tritt. You're trying my patience.
Das finde ich okay, damit kann ich leben, dort. Okay. Ich bin bis jetzt ohne Stuff gut zurechtgekommen. Ich habe nicht genug Energie. Meine Hilfe zurückkommt. Erste Phase gleich vorbei. Jawohl. Energie. Not enough energy. Hey, das kann auch chargen. Yo, und zwar stärker als ich. Das sehe ich nicht mehr. Wo ist denn mein Char überhaupt? Hier. Oh, ich versuche immer einfach hinter ihm zu bleiben. Warte mal, der macht manchmal auch so AOE-Effekt, das sehe ich nicht gleich. Ist da kein Haltrang mehr irgendwo? Nee. Du bist ja auch hier, Pixel. Wo, du sagst du nicht? Ich kann dich doch in die Gruppe mit einladen. So. Einfach Group-Lesbischte hier. Jo, rein da. Where shall we go? Geht denn der jetzt schon wieder hin? Sind das deine einzelnen Phasen, dass er da spart? Oh, ja, ist. Oh Gott. Ja, sind das. Also rote Fläche am Boden ist böse, sagst du? Wow. You're trying my patience. Habt ihr hier Agro-Ping-Pong oder was macht ihr? Der chart, glaube ich, immer nicht mehr. Oh, rote Fläche. Ah, das ist eine Flasche. I don't have enough energy. Ja, ich muss ja zugeben, ganz so unpaid bin ich ja nicht. Ich musste halt payen, um den Clan zu gründen. Das ist halt das Einzige, was ich machen musste. Oder ich hätte halt eine Woche spielen müssen. Aber was willst du denn machen, wenn du das Spiel rauskommst und 10 Tage später gründe ich dann den ersten Clan? Genau, Paywall Boss. Techni! See you on the track. Wie geht's? Freu mich. Mit mir als Sprecher, sagst du, Jero? Dankeschön, Niki. Geil, Mann. Jetzt muss ich schon wieder den Weg laufen. Kannst du nicht vorstellen. Du baust schon auf? Ui. Ist schon soweit. Mama, soll ich Bescheid geben? So 18 Uhr oder was? Soll ich Bescheid geben? Also, wir müssten noch bei Dings da bleiben, ne? Bei, wie heißt das, Automobilista? Denn ich habe noch keine Antwort vom Support bekommen. Das mit dem Namen ändern, warte, was habe ich denn da bekommen? Das mit dem Namen ändern, eine eigene Lobby? Das weiß ich nicht, ob das geht. Man soll nur den Lobby-Namen ändern können, oder? Ja, machen wir mal so grob. So halbe Stunde, ne? Kleiderkäufe deiner Frau. Oh la la. Ich hoffe mit so wenig Stoff wie möglich. Also, ne? Dann gebe ich mal weiter. Also machen wir Automobilister, ne? Würden dann in circa 30 Minuten einem S2 fahren. Kommen wir denn bei iRacing? Ist das mit dem Support noch nicht durch? Wegen dem Namenschange.
Bei dem geht alles ganz schnell, die 10 Sekunden da hier. Die 10 Sekunden, gut sein, das ist ja, ne? Also ich gebe, mach das, Niki. Ich gebe mal weiter, ne? Würden dann in circa 30 Minuten AMS2 fahren. Bei iRacing ist das mit dem Support noch nicht durch, wegen dem Namenschange. Falls Sie mögen, können Sie mitmachen. Müssen wir echt mal noch eine, da müssen wir echt noch ein iRacing, noch ein Racing-Ding machen im Discord hier. Wenn ihr mal mehr, ist ja verwirrend dann. So, dann schreibe ich hier die alle an. Ich glaube, Olli macht eh ein bisschen arg. So, ich habe jetzt drei Leute angeschrieben. Olli, David und Xentran. Und du war. Ich schreibe sie auch, Techni. Einfach fürs Protokoll, leck mir am Arsch. So. Ich muss dann mit Para 13 schauen, oder? Ob der mir was nützt. Na guck mal, das ist das Schadensding. Boah, Main. Jetzt habe ich schon die ganzen Kristalle ausgegeben. Ah nee, das ist der mit 25 da. Ist das, ich glaube, das ist das Schadensding, ne? Nee, das ist Widerstand, so eine Scheiße. Hier Schaden, oder? Hier Schaden, genau, verwechselt hier. Hier, 1 Uhr ist Schaden, nicht 3 Uhr. Wenn es nicht ganz 3 Uhr ist. 4.50 Uhr. 14.50 Uhr. Besiegt Lassal den Flammenumsponnenen. Das ist einfach ein Flammenelementar, oder nicht? Noch so ein gutes Teil, komm rein da. Cool. Alles klar, war gerade noch beim Arzt und befinde mich auf dem Heimweg. Okay, okay, nice. Das ist der Achterboss. Ach, das. Aber hier steht. Können zwei Teile bei. Nee, das ist der gleiche. Okay, nee, passt schon. Ich habe zweimal den gleichen anvisiert. Ich dachte, das ist der gleiche. Ne, okay. Ich habe schon Angst gehabt, dass bei einem zwei droppen, dass ich dann noch mehr da machen muss. Truppenkiste. Ist das denn nicht einfach nicht der normale, das normale Set-Teil? Also, ich glaube, es gibt gar keine Unterschiede so wirklich. Ich guck mal schnell. Genau, aber es gibt doch nur ein Set, oder nicht? Oder gibt es mehrere Set-Teile? Okay, gibt mehrere. Den hast du aber schon. Hast du den schon vorher reingetan? Der war doch schon vorher drin, oder nicht? Der ist doch von Voodoo. Der hier. Ach so, aber gut, der hier ist halt schon lange drin, das kenne ich ja hier. Ach, dann noch einer. Drang des Vorbilds. Sturmwände von Schalbass. Ach so, jetzt sehe ich es auch, dass es mehrere sind. Kann man den nicht sortieren? Warte mal, Klassen. Baba. Was ist denn das hier? Steinschlag. Was macht das? Der Schaden von Hammer der Uran um 10% erhöht. Ja, das ist halt doof. Das kann man nicht als Offhand nehmen.
Okay. Vielleicht kann man ja mit dem Spielen irgendwann das Set. So, was ist hier? Erhöht die Dauer aller positiven Effekte für euch oder 30%? Immer. Das ist nicht schlecht, wenn ich es mit dem Buff spiele, da. Den Buff-Wirbelbild. Das ist sehr geil. Da gibt es so ein Wirbel-Dings, habe ich gesehen, mit so einem. Alles nur noch Buffs irgendwie. Wenn die 30% länger halten, ist schon gut. Bei zwei Stück. Immer wenn eine Fertigkeit einsetzt, die euch oder eine Mitglied, bla bla, gewirkt, ist die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels 30%. Was immer, wenn die Fertigkeit einsetzt, die euch oder einem Gruppenleader einen positiven Effekt gewährt, erhöht ihr die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels. Wieso soll ich die Geschwindigkeit des Ziels erhöhen? Ist das Ziel nicht mit dem Gegner? Immer? Oder ist das, ich kriege einfach, wenn ich einen positiven Buff bekomme, bekomme ich noch 30% Angriffsgeschwindigkeit dazu. Jedes Mal, wenn ihr eine Fertigkeit verwendet, um euch selbst oder einen Gruppenglied zu einem starken Server schafft, erschafft ihr 12 Sekunden lang einen Apotheose-Bereich, der euch selbst und jedem Gruppenglied im Wirkungsbereich 12% Lebensentzug gewährt. Dieser Effekt kann alle 40 Sekunden auftreten. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich buff den. Ja, es wird uns gar keinen Sinn machen sonst, ne? Also, wenn ich eine Fertigkeit einsetze, wird die Angriffsgeschwindigkeit vom Ziel erhöht. Da hätten sie gleich dazu schreiben können, Gruppenmitglieder. Aber ja, okay. Das würde als einziges Sinn machen. Oder wie? Oder wie ist das dann? Wenn ihr eine Fertigkeit einsetzt, die euch oder einem Gruppenmitglied von einem positiven Effekt gewährt. Also wenn ich einen Buff zum Beispiel, ist halt positiver Effekt. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels. Ach so, natürlich, ist klar. Ich erhöhe den Buff, ist ja, der Buff ist ja für, nur für die Gruppe. Jetzt habe ich es auch verstanden. Alles gut. Mhm. Ich mache meinen Kriegsschrei. Und sind alle gebufft und dann zusätzlich auch noch Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Und das, was war das hier? Also zu meinem Buff bekommt er nochmal Speed dazu. Also ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich weiß auch nicht, wo das Ding, wo das existiert. Wo das herkommt. Euer Primärangriff erhöht schrittweise eure Angriffsgeschwindigkeit bis zum Maximum von 25%. Das ist schon sehr, sehr gut für die diesen einen, für die eine Waffe, die ich spiele. Oder für diese eine Fähigkeit, die eh schnell schlägt. Ein Primärangriff, ihr habt eine Chance um 5% eure Angriffsgeschwindigkeit 12 Sekunden lang zu erhöhen. Dieser Effekt kann nur... Aber nur Primärangriffe. Da muss man wirklich professionell den Hammer spielen. Das sind alles nur Primärangriffe hier. Okay. Gut, das ist halt buffmäßig immer wieder. Buff und teilweise Heilkreis. Buff und Heilkreis. Und das andere ist Primärangriffe. Das steht hier, sagst du. Das ist eine Lupe. Ach so. Und das Set-Bonus, da ist eine Lupe. Warte. Ist da noch eine Lupe oder was? Da ist noch eine Lupe. Hier. Alles Lupen hier. Gürtel. Drang des Vorbilds. Hölle der Echos, Ding 1. Hier. Hölle der Echos. Qual einzeln. Mhm. Ist das was für dich, oder was? Die Schuhe sind Grube der Qual.
Handschuhe sind Tempel von Namiri, aber Hölle 2? Oh. Das ist auch Hölle 2. Ring ist Hölle 4. Lobo, leck mir Marsch. Und das ist auch Hölle 4. Die Ringe sind Hölle 4. Krass. Das ist aber schon heftig. Bin vermutlich zwischen 18:30 und 19 Uhr zu Hause, aber wenn ihr dann noch fährt, wäre... Ja, na klar. Na klar. Ja, das ist doch okay. Wann habe ich das eigentlich geschrieben? Ich vergesse die Zeit hier. Wann habe ich geschrieben? Ach so. Das ist dann... Ja, Viertel nach. 20 nach, Viertel nach. Okay, passt. Ja, dann machen wir noch 15 Minuten hier rum und dann würde ich kurz umbauen. Und dann haben wir schon so, ja, 4 Stunden heute Diablo gemacht. Das ist doch stark. Das ist doch stark. Achso, soll ich echt da rein oder was? Schaffen wir das in 10 Minuten oder so? Sogar 15 Minuten? Hatte ich dann 10 Minuten Zeit, um kurz aufzubauen und zu verschnaufen? Schiffen Rang 2? Ja, machen wir schon. Okay, gut, gut. Ja, ich muss halt noch Rang 2 schiffen. Scheiße, Dreck. Ach, das schon wieder? Oh, nee. This is the power of the Iceburn Tier. Hey, was ist denn? Lol, wenn ich mich drehe, dann hab ich Freeze. I don't have enough energy. Ey, immer wenn ich eine Fähigkeit drücke, hab ich Freeze. Ich meine, das ist ja noch Beta, aber das ist ja verrückt. Ich kann keine Fähigkeit nutzen. Wenn ich drehen nutze, wenn ich meinen Hammer auflade, freeze. Wenn ich jetzt alte 4 mache, fliege ich hier raus oder kann ich hier reloggen irgendwie? Ich kann so nicht spielen. Ja, ich sehe nicht. Ich kann halt keine Fähigkeit aufladen. Alles, was kanalisiert, kann ich machen. Ich habe halt 2 Fähigkeiten, die kanalisieren. I need energy. Habt ihr schon sowas gehabt? Volkathos guides my hand. Ich geh mal kurz raus, ich relog mal, falls ich da noch drin bin, okay. Schauen wir mal. Man ist ja Beta. Also das widerspricht sich ja fast Godson. Also ich weiß doch nicht, Godson, also Badson, Der Klient ist Beta und dieses Spiel ist fertig. Also das fühlt sich aber nicht so an. Das ist ja noch schlimmer. Da steht offene Beta oben rechts. Offene Beta. Aber da steht auch offene Beta oben rechts. Jo, geht wieder, danke. Ach, schon mal Boss. Scheiße, die haben ja schon letztens in Montwald, also zugesetzter andere Boss. Das sind halt Bugs. Das können keine Bugs sein. So Features, sei mal nicht so. I don't have enough energy. The cavern is collapsing. I can't stay here. The cavern is collapsing. I can't stay here. Da müssen wir den Collapsing ausweichen. Also ich hab nicht geschafft. Zack. Siehst du? So. Taste the fury of the ancients.
taste the fury of the ancients. So, Techi, also falls du hörst, dann haben wir halt schon bis jetzt zwei Profis wieder dabei. Immer wieder. Scheiße. Ist immer wieder letzter. Ja, Peachy bekommt hier sein Lenkrad auch am Ende des Monats. Der ist ja auch ein Anfänger, von daher passt es ja. Volcathos guides my hand. Das ist aber schon pervers, wenn Volcathos ihre Hand führt. Dann weiß ich genau wohin. An seinen Schniedelwurz. Oh, weg. Alle Fähigkeiten, die ich habe, machen mich langsamer. Ich habe halt sogar das Legendary an. Wenn ich mich drehe, bin ich langsam. Wenn ich hier auflaufe, bin ich langsam. Alles mache ich langsamer. Wäre mal gut zu dodgen, wenn man geslowt ist. Ja, ja, natürlich. Ich kenne es ja nicht anders, Technik. Mach mal einfach eine Strecke, die sie alle nicht kennen. Und diese nervt, weißt du? Weil uns, und wir können sowieso keinen uns nerven, eh alle. Oh. Healed. Ja, schön. Also ich habe schon ein bisschen gestern noch ein bisschen geredet. Es werden immer mehr, wenn wir, sag mal, 10 Leute werden. Wir können es auch mit weniger machen. Mach mal dann ein Event hier. Rennen. Dann können die Probes gegeneinander antreten. Ne, ich hänge fest. Wow. Gut, dass das Ding nicht durchkommt. Spiel, glaube ich, ist am einfachsten AMS halt. Zum Event machen. Wir machen da so ein Schaurennen erstmal, dann teste ich das. Und alles andere können wir dann noch besprechen. Ich habe gestern mal bei Air Racing durchgeschaut, gell? Also das ist halt schon brutal Pay-to-Play oder Pay-to-Win, was auch immer. Ich dachte mir, ey, man kann ein bisschen da was machen, aber mit den Sachen, die ich habe, kannst du halt nichts machen. Also außer mit diesen komischen Mazda und diesen Mazda Cup, wo ich da schon not gespielt habe vor 11 Jahren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Formel 4 fahren würde, müsste ich mir ein Auto kaufen dafür und noch jede Strecke. Also ich habe gestern mal da geschaut, das ist schon krass. Ich hab die bekommen, die Dinger. Cool, danke. So. Nö, ganz normal. Hölle 1 bin ich ja auch gerade. Wir sind ja einfach in der gleichen Stufe hier. Gut dann. Es war nur Hölle 1, die sind ja schon bestimmt weiter. Jetzt einmaliges Paket im Shop erhältlich. Geil! Für mich! Nur für mir 50 Euro! Nu klar! Juhu! Nur für mich! So. Engel nur 7. Ha! Feel the bite of my steel. Bin ich hier. So, warte mal. Bin ich hier die ganze Zeit drin gewesen, oder was? Ja? Echt? Hört auch, wenn. Wenn ich geschlafen habe und so, kannst du eine ganze Schweinerei mitbekommen. Nee, du warst gemutet. Achso, ich war gemutet. Okay, dann passt es ja. Was ist denn hier? Ach, du hast auch geantwortet. Okay. Ah, 49,99. Rein da. Ja, guck da mal. Steht ein Angebot nicht exklusiv mal 50 nur Euro. Für mich. Jetzt nicht bestellt. Mal 50 Euro. Zweimal bekommen für 100 Euro. Ja, Mann. Ja, nicht mal 100 Euro. Oh, sogar weniger. Juhu. Und guck mal, es ist rar. Kannst du nur eins von kaufen. Ja, und nur jetzt, nie wieder.
Scheiße, ich habe mich verklickt. Entschuldigung, nächstes Mal dann. Oh. Ja, bitte? Böse von mir, oder? Noch mehr. Noch mehr zu kaufen. Lohnt sich ja. Mann, 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 das ist ja wie ich im iRacing-Shop. Ey, aber das ist ja schon brutal, Techni. Ja, also ich habe gestern mal geschaut, ich wollte ein bisschen was fahren. Welche Rennen, ja, ich habe geguckt, welche Rennen laufen. Okay, habe ich keine Strecke gefunden. Dann habe ich nochmal zwei Strecken gekauft. Ja, ich wollte auch einfach ein Event machen. Nach einem Multimonitorsystem. Nach einem, was? Da wollte ich auch mir Stuart noch mehr reinpayen. Ich pay da voll rein. Da wollte ich einfach mal in so ein Rennen fahren, was man halt so fährt noch mit meinen ganzen Sachen. Das war so scheiße. Nur zu Kuba mit MX-5 bin ich schon vor 11 Jahren gefahren. Und arschlangweilig. Und ich komme da gar nicht weiter, weil ich muss ja schon die D-Klasse fahren. Ich kann nicht mehr Luki fahren. Ich krieg da nichts mehr. Bei Luki bin ich ja schon drüber hinaus. Ja, du hättest ja ein AI-Race fahren können, oder? Nee, ich muss ja gegen echte Menschen fahren. Ja, um aufzusteigen, aber um zu fahren und ja, das so ein bisschen zu üben. Ach, das habe ich ja doch so gemacht, so alleine für Strecke, klar. Das mache ich ja. Das werde ich sowieso so spielen. Ich werde nicht diese Challenge eingehen, dass ich pro Aufstieg 100 Euro zahlen muss. Also das ist ja schlimmer als hier. Computer, wer ist denn das? Computer. Computer. So, ich wäre soweit. Musst du noch kaufen, oder was? Was soll ich denn kaufen? Hier, bei da, Dings. Was? Ich muss noch ein bisschen... Noch ein bisschen reinpayen. Kredit ist beantragt. Ja. Ne? Gründe sind zum unter anderem Paragon steigern, ne? Mhm. Und World First werden. Ja, und dann schreibe ich eine E-Mail als deine Mutter und sag so, oh nee, mein Sohn hat aus Versehen mal meine Dings. Ist doch gut. Dann krieg ich's und du kriegst das. Und einer hat bezahlt. Automobilista. Ich fahr mich schon mal ein, ne? Mach das. Aber dann, ach ja, doch, jetzt höre ich dich ja. Ich habe keine E-Mail bekommen noch. Also ich habe geschrieben gestern einen längeren Text, so ein bisschen erklärt. Mal schauen, ob die das, die Rennleitung prüft noch. Ja, stimmt, es ist echt so, es ist echt die Rennleitung. Ob die Rennleitung das überhaupt, genehmigt. Wie hieß er noch? Earnhardt? Nee, wie hieß er denn? Eckelbert? Oder Eckelbert? Der Bernie Ecclestone oder was? Bernie Ecclestone, ja. Oh. Der ist ja schon lange nicht mehr Rennleiter. Hat ja mittlerweile Liberty TV gekauft. Die Formel 1. Der ist jetzt hier Dings. Simrace. Achso, du meinst jetzt im Simrace. Okay, na klar, der Bock drauf. Der hat Bock drauf. Ich werde euch dann aus Diablo verlassen, weil wir fahren dann ein paar Runden und danach schauen wir, was wir machen. Entweder prügeln und weiter Diablo oder ein bisschen was bauen oder so. Mal schauen. Wer keinen Bock auf Racing hat, sage ich Dankeschön. War cool mit euch und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht oder sonst leck mir am Arsch. Ich bin netter. Also, da ist er wieder, der Charme. Ja, also, ne? Da ist wieder der Charme. So alles hier. Ruf. Kennst du noch diese Ruf mich an Werbung? Ja, mit Peitsche, best. Oh, hab ich's im Angriff. Ja, das wäre doch was für dich. Im Angriff. Das war damals schon mein Diablo. Ja. kannst auch reinpayen, ne? In die Hölle. Ja, rein da. Mal kurz Outro machen hier. Warte. So, ja. Ich mach. Was? Pirti hier. Genau, Pirti. So, ich mach mal kurz Outro hier. So, damit kommen wir zum Ende. Achso, nee, ich muss kurz warten, weil ich muss, kann nicht im Wort das machen. So. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Diabolo Immortale. Falls ihr mehr davon sehen wollt, schnabonieren, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch schon bei Rob den Follow, sagt hallo. Das würde mich alles sehr, sehr freuen und kostet euch Säcke gar nichts. Also rein da. Diabolo Immortale Ende. Servus. Cut. Ist drin.